Hey und herzlich willkommen in Mittweida am Zentrum für Medien und soziale Arbeit. Wir sind Florentin und Sascha, die Producer des Medienforum Mittweida 2020, dem größten von Studierenden organisierten Medienfachkongress Deutschlands. Am 25. und 26. November holen wir Speaker aus der deutschen Medienlandschaft zu uns ins TV-Studio, um über innovative und aktuelle Entwicklungen der Medienwelt zu diskutieren. Neben der vielen Panels, Keynotes und Talks habt ihr Gelegenheit, in den Q&As und Meet and Greets in den direkten Austausch mit den Speakern zu treten. Umrahmt von unserem diesjährigen Claim Inspire Tomorrow widmen wir uns insbesondere Menschen und Themen, die weder aus der heutigen noch aus der morgigen Medienwelt wegzudenken sind. Mein persönliches Highlight wird das Thema TikTok, denn wir holen uns Patrick Weinhold, den Social Media Chef der Tagesschau, zu uns, um gemeinsam mit ihm darüber zu diskutieren, wieso ein seriöses Format wie die Tagesschau auf einer Plattform wie TikTok so beliebt werden konnte. Für mich wird es spannend, wenn Osama Khaled als jemenitischer Journalist und Filmemacher sprechen wird. Er dokumentiert seit Jahren die Situation im Krisenland und berichtet damit für diverse internationale TV-Sender. Nutzt eure einmalige Chance, Einblicke hinter seine Arbeit zu erhalten. Unser 60-köpfiges Team aus Medienstudierenden arbeitet an der Umsetzung unseres Kongresses seit Anfang des Jahres. Und wie es im letzten Jahr war, seht ihr nun im folgenden Video. Ich bin echt schwer beeindruckt, was ihr hier macht. Das geht wahnsinnig schnell. Politik meets WG-Life. Das Duell um die Welt mit Köchen. Die arbeiten so ein bisschen mit der Diskretion einer Mafia und das aus gutem Grund. Guter Journalismus braucht gute Anwälte. Das ist zwar traurig, aber es ist tatsächlich so. Wenn man sich gut organisiert, hat man Zeit für so einen Quatsch. Made for Minds. Dass wir pädagogisch wertvoll sind. Vom Aufwand und von der Mühe ist es unfassbar viel. Glaubt mal jemand. Wir müssen die Redaktionsarbeit transparent machen. Medienkompetenz ist ja auch praktisch so etwas wie Bildung und Bildung ist sowas wie eine Firewall für Köpfe. Dankeschön. Folgt neue Updates auf Instagram, unserer Website und checkt die Themen der letzten Jahre auf unserem YouTube-Kanal aus. Am 25. und 26. November sehen wir uns dann live. Bis dahin, stay tuned, stay safe, stay inspired.